Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum muss ich überhaupt so viel Geld für Webseiten, Logos und so weiter ausgeben? Ist das nicht einfach nur Schnickschnack, den ich überhaupt nicht brauche? Warum ist Design so wichtig für dein Unternehmen und warum ist es das wert, dass du Geld daran investierst? Dazu möchte ich dir gerne ein Beispiel einfach erzählen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen das häufiger gehabt, dass Kunden angerufen haben und haben gesagt, wir haben uns die Webseite von ihrem Wettbewerb und von ihnen angeguckt und wir würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und mich freut das natürlich sehr, aber ich habe dann zum Beispiel, ich frage immer nach, warum habt ihr mich denn engagiert oder warum wollt ihr mit mir arbeiten und nicht mit dem Wettbewerb? Und eine der häufigsten Aussagen ist dann wirklich, dass die Webseite zum Beispiel veraltet ist oder dass die Designs überhaupt nicht gefallen oder dass sie einfach bei mir ein gutes Gefühl haben. Ist es jetzt unfair, dass deine Kunden anhand dem Design beurteilen, ob sie dich buchen oder nicht? Eigentlich ist das doch ganz verständlich, oder? Wir werden alle mit so viel Informationsflut überhäuft, dass man nur wenig Möglichkeiten hat, jemanden zu beurteilen. Und das machen wir zum Beispiel anhand dessen, ob uns die Texte gefallen und ob das Design stimmig ist und ob so das insgesamt, ob man ein gutes Bauchgefühl hat. Deswegen solltest du großen Wert darauf legen, dass dein Design wirklich zu dir und deinen Kunden passt und dass es stimmig ist. Deswegen wollte ich dir einfach mal ein paar kleine Tipps geben, wie du auf gutes Design achten kannst oder was gutes Design überhaupt ausmacht. Design ist zwar schon eine Geschmacksfrage, natürlich, jeder hat andere Präferenzen, aber es gibt so ein paar Grundlagen bei Design, die eigentlich einheitlich als schön oder stimmig empfunden werden. Ein Thema ist zum Beispiel der Kontrast. Egal, ob du jetzt zwei Schriften oder zwei Farben hast, es sieht immer gut aus, wenn sich die Inhalte sehr gut voneinander abheben. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine verschnörkelte Schrift hast, guck, dass der Fließtext oder dass der andere Text dann im Verhältnis eine sehr geradlinige Schrift ist, ohne Serifen, also ohne Schnörkel da dran. Wenn du dir zwei Farben aussuchst, guck, dass sie sich im Farbkreis vielleicht gegenüber liegen. Also ich kann dir das gerne mal unten verlinken, ein Farbkreis, da nimmt man zum Beispiel Blau und Orange liegen sich gegenüber. Und dadurch wirken die Farben, wenn sie zusammengezeigt werden, sehr harmonisch und heben sich gegenseitig voneinander ab. Also, obwohl sie dem Farbkreis gegenüberliegen, wirkt das zusammen insgesamt sehr schön. Ein anderes Beispiel, was Menschen als schön empfinden, ist, wenn dem Design Luft zum Atmen gelassen wird. Du siehst das zum Beispiel, man erkennt schlechte Flyer daran, dass sie voll mit Text sind, dass sie überall Bilder haben oder ganz, ganz viele Bilder und wenig Weißraum dabei ist. Weißraum ist also der Raum, der nicht bedruckt ist. Und der ist genauso wichtig wie der Teil, der bedruckt ist, denn es lässt dem ganzen Luft zum Atmen. Wenn du dir zum Beispiel mal die Webseite von Apple anguckst, siehst du, dass sie wenig Text haben, große Bilder, aber sie haben auch viel Weißraum. Das heißt, durch diesen Weißraum wirken die Sachen viel schöner und natürlicher und sie lassen Luft. Also es ist einfach edler, wenn du viel Weißraum lässt, also wenn du dein Design die Luft lässt zum Atmen. Es ist total wichtig, dass das Design nicht nur dir persönlich gefällt, sondern auch den Kunden. Wenn du zum Beispiel ein Anwalt bist, und privat Glitzerpink total magst, würde ich dir davon abraten, Glitzerpink in deinem Anwaltslogo unterzubringen. Auch wenn du das persönlich schön findest, wird das eher die meisten Kunden abschrecken, es sei denn, sie wollen einen sehr exzentrischen Anwalt zum Beispiel. Aber guck mal nach, was deinen Kunden gut gefallen könnte, wie deine Kunden ticken. Was gutes Design auch ausmacht, was sehr wichtig ist, finde ich, ist, dass gutes Design immer auf das Wesentliche beschränkt ist. Das fängt zum Beispiel beim Logo an. Manchmal fragen Kunden zum Beispiel, ich finde von dem die Schrift gut und ich finde da das Bild gut und da die Farbe und so weiter, aber das alles zusammen, das wirkt einfach nicht harmonisch miteinander und meistens, weil es zu überladen ist. Wir versuchen oft aus privaten Vorlieben zu viele Sachen überall reinzupacken und alles irgendwie unterzubringen, was uns gefällt, aber das macht ein Design meistens schlechter. Guck dir also, wenn du dir dein Design mal anguckst, was kannst du weglassen, was ist zu viel des Guten und würden Sachen nicht noch besser wirken, wenn du zum Beispiel die Komplexität daraus nimmst. Ein Logo sollte zum Beispiel immer so minimalistisch wie nur möglich gehalten werden oder dass man es auch im Kleinen gut lesen kann. Und das Ganze gilt auch bei Design. Es gilt immer, weniger ist mehr. Das waren so ein paar kleine Tipps zum Thema, warum dein Design wichtig ist und woran du gutes Design erkennst. Ich habe dazu auch nochmal einen Blogbeitrag geschrieben mit den wichtigsten Inhalten, den verlinke ich dir unten, wenn du mehr dazu wissen willst. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine Nachricht und bis bald!